Servus, willkommen im Fluggebiet Ifanjo auf Teneriffa. Ifanjo liegt wie das Fluggebiet Tacho im Süden von der Insel. Der Startplatz liegt hier auf 1007 Meter und die Startrichtung ist Richtung Westen. Da Ifanjo wie das Fluggebiet Tacho im Lee vom Teide liegt, kann man auch hier täglich geschützt vom Passatwind thermisch fliegen. Also man kann genauso hier gemütlich seine Flugstunden sammeln und am Ende am Strand von La Caleta landen. Wenn man mal eine Abwechslung sucht, die zwei Startplätze, die liegen ziemlich knapp beieinander. Also wir zum Beispiel haben eine Wanderung von Tacho zum Ifanjo gemacht und sind eine Runde geflogen. Was noch kurz interessant ist zu wissen, wenn der Passatwind mal sehr aus östlicher Richtung kommt, dann kann man schnell Rückenwind am Startplatz herrschen. Und der Gleitwinkel vom Startplatz bis zum Landeplatz sollte geringfügig steiler sein als eher am Tacho. Na gut, das war's mit ein paar kurzen Infos. Also wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, könnt ihr gerne ein Like oder Kommentar da lassen oder besucht mich auf www.outpick.com. Da könnt ihr mich mit jedem Einkauf unterstützen. Na gut, starten wir mit dem Video. Viel Spaß! So, da sind wir gestartet in Ifanjo. Da sehe ich links über uns. Ich schätze mal der Gary unterwegs von unserer Gruppe. Und da sind wir gleich direkt an den spitzen, schroffen Berge. Schauen die geil aus. Schauen die geil aus, die Spitzen. Ja. Einfach senkrechte Wände. So, jetzt kreisen wir auf bis zur Basis und dann geht's euch dann direkt nach La Caleta zum Strand. Ja, da ist jetzt ziemlich sachte aufgegangen. Schon retour nach La Caleta. Da werden wir wieder am schönen Strand landen und den schönen Nachmittag genießen. Jawohl, flying into the endless ocean. Richtig geil schaut es aus. Da sind wir wieder am Strand von La Caleta. Für die, die was nicht wissen, kein links ums Eck, ist ein super Platz zum Schirm zum Legen. Na gut, das war jetzt ein kurzes Video. Dann, ciao, bitte.